Ja, meine Lieben, ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zum neuen Video, nämlich offensichtlicherweise zum zweiten Boss von Eternity of Pain, dem Boss der Woche 2, dem Overseer Maestro. Im Hintergrund könnt ihr gerade die Knoten sehen, damit ihr sie nochmal vor Augen habt. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde den Boss unendlich mühsam, extremst anstrengend und einfach echt nervig zu bekämpfen. Nicht nur, dass der Champ an sich schon zart ist, auch die Knoten mit den übergreifenden Lähmungen etc. Pff. Wirklich, wirklich mühsam. Um ehrlich zu sein, ich habe bis jetzt noch kein einziges Solo gekriegt auf dem Boss. Ich glaube, ich werde es auch dabei belassen, weil ich bin happy mit den Fights, die ich habe. Ich habe die ganzen Challenges und ja, ist einfach mega mühsam, braucht man nicht. Deshalb habe ich euch natürlich wie immer hier ein Video vorbereitet, werde euch einige Kampfszenen von den Top Champions zeigen und euch meine Liste mit den Top 5 präsentieren. Ja, ich hoffe, wie immer, es kann helfen oder unterhalten. Stürzen wir uns gleich rein. Also, hier seht ihr die Liste. Ja, relativ selbsterklärend. Auf Platz 5 habe ich Ghost und Kitty Pryde. Und ihr seht jetzt hier im Hintergrund ein Video, ein kleines von Ghost eben. Ich muss dazu sagen, ich bin mit Abstand nicht der beste Ghoster. Und man muss eben sagen, dass der Kampf mit Ghost sehr schwer ist. Also, wenn ihr sie nicht beherrscht, probiert es erst gar nicht und versucht es nicht zu lernen, nur für den Kampf. Macht keinen Sinn, das müsst ihr wirklich, wirklich, wirklich beherrschen können. Dann ist es machbar. Ich habe es euch hier gezeigt, weil ich habe einige Solos gesehen, deshalb dachte ich mir, ich blende es euch ein. Ich mache jetzt nicht viel, aber ich glaube, es sind gut 10% und für einen guten Ghoster ohne Stress, was auch immer, der das den Kampf durchzieht, ist es absolut machbar. Kitty Pryde, genau dasselbe. Es geht einfach um das Phasen. Auch wenn man ihn dann mit der Power Reserve zur SK3 bringt, kann man die ganze SK3 einfach phasen. Der Schaden ist da. Ja. Es sind nicht meine Lieblingskämpfe, aber sie sind auf jeden Fall machbar, wenn man es gut kann. Würde ich sagen. Das heißt, übt es. Oder wenn ihr es könnt, probiert es. Wenn nicht, lasst es. Ja. Dann auf Platz 4. Falcon. Auch selbsterklärend, da habe ich nicht mal ein Video zu gemacht, liegt einfach daran, kann die ganzen Defensive Abilities abschalten, guten Schaden raushauen mit dem ganzen Falcon Cycle. Ich habe keinen Falcon, deshalb konnte ich euch jetzt kein Video zur Verfügung stellen, aber ich habe einige Solos gesehen. Also wenn ihr den habt, auf jeden Fall ein Versuch wert. Auf Platz 3, und das ist sehr interessant, CGR, Cosmic Ghost Rider. Aber ganz wichtig, nur mit Boosts. Und zwar mit den kosmischen Power Boosts. Und ich habe jetzt in dem Fall doch Angriffs- und den generalen, also den grünen allgemeinen Boost drauf. Ja, wie gesagt, ich habe kein Solo geschafft, schiebe ich aber darauf. Ich war in dem Kampf sehr, sehr glücklich, das muss man auch dazu sagen. Ich habe einiges durchgekriegt, trotz seiner vollen SK3. Ich habe einen 5-Sterne-Rang 5 ohne Suizidmeisterung in diesem Kampf. Deshalb reicht der Schaden nicht aus. Habt ihr einen Rang 3 oder Rang 4 mit Suizid, ohne wie auch immer, sind das 2, 3 SK2s und eine SK3 hinten nach und der Typ liegt. Also da kommt es dann einfach auf die Boosts und auf euer Level drauf an, ob ihr den quasi ja, One-Shot schafft's oder nicht. Also hätte ich Suizid angehabt, wäre es vielleicht möglich gewesen. Oder einfach als 6-Stern Rang 3 oder Rang 4. Was einfach. Dann ist das ein absolut sauberes Solo. So, dann kommen wir zu Platz 2. Auch sehr interessant, meiner Meinung nach, Odin. Abermals kein Video von mir, weil ich ihn nicht zur Verfügung habe, leider. Aber ich glaube, Karate Mike, kennen viele von euch, hat ein On-Stream-Solo hingelegt, was zwar auch sehr viel Skill erfordert, aber extrem stark ist einfach. Gibt nicht viel zu sagen, außer er umgeht den Autoblock und macht viel Schaden, hat die Buffs für den Power Gain, kann dadurch die Specials cyclen und mit der SK2 habt ihr einfach krassen Schaden. Also das sind 4, 5 SK2s und der liegt als Rang 3. Gut, dann kommen wir zum Shining Platz 1, nämlich Angela. Und ihr habt es hier im Hintergrund laufen. Es ist auf jeden Fall ein slower Fight, würde ich sagen. Oder halt, ich habe mal wieder nur eine 5-Stern Rang 5, vielleicht auf Rang 3, Rang 4 geht es natürlich schneller mit dem Schaden. Aber es ist ein sehr sicherer Fight auf jeden Fall, weil
Angela erstmal mit ihren Buffs den Power Gain quasi auf euch zieht, sodass es nicht der Gegner kriegt. Und ihr habt einfach so viele Möglichkeiten für rohen Schaden, ihr müsst keine Cycle beachten, gar nichts, einfach nur drauf kloppen, intercepten, wie auch immer. Sie ist immun gegen Auslöschen von Buffs, bedeutet, also natürlich mit Sig Ability. Sie ist immun, also umgeht automatische Abwehr. Ja, das heißt, ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr das mit den Specials richtig timet in diesem Fight. Das ist natürlich das Mühsame, aber ohne dem kommt ihr nicht weg quasi. Und wenn ihr das meistert, mit ein paar Versuchen einfach wisst, wann ihr eure schmeißt. Meistens, ich habe es so gemacht, immer mit ihr SK2 werfen, damit halt bevor er quasi die Power stiehlt. Und dann kommt man nochmal locker zur SK1, bevor der Timer von übergreifender Lähmung abläuft. Und ja, solange dieses Timing heraus habt, ist es ein absolut freier Fight. Also ja, das waren meine Top 5. Ich hoffe, wie immer, es bringt euch was. Ich hoffe, ihr konntet das alles verstehen. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, andere Ideen, bitte gerne in den Kommentaren da lassen. Es freut sich jeder, der nach mehr Möglichkeiten sucht darüber. Ich lese mir die auch gern durch und muss selber noch vielleicht Solos probieren. Ja, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag noch und wir hören uns im nächsten Video. Auf bald. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco.